Heute sprechen wir über Feinkost an der Bedienungstheke im Lebensmittelhandel, also beispielsweise französische Rohmilchkäse, Charcuterie-Waren oder auch Quiche. Dazu begrüße ich Wolfgang Dicke, den Inhaber von Dicke Food Makes Fun in Wuppertal. Hallo, Herr Dicke. Hallo, Frau Mittler. Ich freue mich, dass ich an dem Interview hier teilnehmen kann. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Dicke. Ja, immer gerne für die IP. Okay, steigen wir ein. Herr Dicke, Sie sind Spezialist für Thekenware im Lebensmittelhandel. Wie ist es Ihnen denn in den letzten Corona-Monaten gegangen? Ja, es war schon auch eine schwierige Zeit für die Bedienungstheken. Auch wenn der Lebensmitteleinzelhandel extreme Umsatzzuwächse hat, waren die Bedienungstheken, insbesondere die mit den Premium-Sortimenten, doch etwas im Nachteil. Weil die Personalleistung war besonders schwierig, mit den Masken zu arbeiten. Und viele Kunden haben auch das gescheut, an die Theke zu gehen, weil sie haben lieber SB-Produkte gekauft. So hatten wir schon einen Einbruch im März und April umsatzmäßig. Aber das hat sich so nach und nach wieder aufgefangen, das Ganze. Wir haben ganz viel versucht, mit den Kunden über neue Sortimente, über andere Ideen zu sprechen. Und so sind wir momentan wieder ganz gut auf Kurs. Das ist schön. Was denken Sie denn? Wie kann denn der Handel sein Geschäft an der Bedienungstheke jetzt wieder ankurbeln? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er weiterhin extrem mit seinem Personal teamorientiert arbeitet, das Personal stärkt, das Personal unterstützt, weil das sind die Menschen, die am meisten auch belastet waren. So, und wenn ich die Bedienungstheke weiter nach vorne bringen will, dann brauche ich natürlich in erster Linie ein freundliches und auch ein entspanntes Personal, was motiviert auch die Produkte verkauft. So, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Zweitens sollten die Sortimente überarbeitet werden, nochmal jetzt zu überlegen, wie kann ich noch mehr Hochwertigkeit in ein Sortiment reinbringen, dass ich vielleicht sage, ja, vielleicht ist auch mehr weniger. Ich brauche mehr hochwertige Spezialitäten, ich brauche vielleicht nicht die Produkte, die im SB dann auch vorhanden sind, in gleicher Form, oder ich sollte auch darüber nachdenken, vielleicht die preiswerten Produkte, die ganz billigen Produkte, die es im SB ja auch gibt, einfach rauszunehmen, damit die Volumenarbeit des Personals auch ein bisschen weniger wird. Also keine Dubletten und hochwertige Produkte, das ist Ihre Forderung? Richtig, und damit die Wirtschaftlichkeit auch, sagen wir mal, weiter nach vorne kommt, ist, dass man eben schon sich wirklich gut überlegt, dass man auch Produkte mit guten Euro-Netto-Spannen einsetzt, wo halt der Kunde, wenn er gut beraten wird, auch vielleicht für einen Schinken eben 100 Gramm 2,99 ausgibt und nicht 99 Cent, weil die Arbeit ist die gleiche. Und das würde dann auch die Wirtschaftlichkeit des Mehrengagements würde auch dann darstellen. So, und ich sehe auch noch, dass wir noch mehr sehen müssen, dass wir Empfehlungen geben müssen, was zubereitet wird, vielleicht wenn es zu Hause nochmal aufgeschnitten wird. Also die Beratung noch mehr zu intensivieren beim Kunden, damit er die Produkte, die er kauft, noch genussvoller essen kann. Herr Dicke, jetzt steht Weihnachten ja quasi schon vor der Tür. Welche Trends beobachten Sie denn in den wichtigen Sortimenten an der Bedienungstheke? Gut, wir haben auf der einen Seite so die typischen Dinge, wir können das mal sortenmäßig ein bisschen durchgehen, im Käsebereich. Im Käsebereich kommt wieder das Saisongeschäft mit Vacheron und Raclette, also Käse, die man eben wunderbar auch warm machen kann, in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Gerade im Raclette-Bereich sind natürlich, wie was über allem steht, glaube ich, in diesem Jahr, wenn wir das draußen beobachten, Trüffel, 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 Trüffel. Okay. Allen Artikeln, da ist natürlich auch im Raclette-Bereich, kann man wunderbar Trüffel, aber auch viele andere Dinge wie Pfeffer und Zwiebel oder andere Dinge auch einsetzen. So, das wäre das typische Saisonale. So, was wir aber, wie schon gesagt haben, im Käsebereich haben, ist, dass man da das ein oder andere Produkt, was eine besondere Spezialität hat, ob es ein AOP-Käse ist, der eben nicht in jeder Theke liegt, da nochmal überlegt, ob man den mit reinnimmt, den man vorher nicht gehabt hat. Oder auch mit IGP, mit Gütesiegeln Produkte, also wertige Produkte, die man nicht unbedingt auch in den billigen Märkten findet, die mal im Weihnachten, in der Weihnachtszeit einfach mal mit aufnehmen. Das wäre mal so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube nochmal, wir haben ganz viel mehr zu Hause essen. Wir müssen sehen, dass wir vielleicht wie in der Schweiz diese Apero-Käse-Dinge, wo wir sagen, ja, der Kunde kauft 4, 5 verschiedene Käsesorten, vielleicht sind 4 Leute, der kauft ein Kilo Käse.
4, 5 verschiedene Sorten empfohlen vom Personal und kann zu Hause wunderbar mit diesem Käse in der Auspack, die müssen aufschneidet, Wein dazu, Brot und hat eine wunderbare Mahlzeit für Abend. Ja, Herr Dicke, wunderbar. Käse aufschneiden, Wein. Ich freue mich jetzt schon auf den Feierabend und bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Gespräch. Bleiben Sie gesund und bis bald. Bis bald, Familie. Ihnen auch. Tschüss.